Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch wieder zurück zu Craft the World. Nach wie vor verbessern wir unsere Verteidigung. Und dieses Mal so richtig, also wie gesagt, ich habe den Plan aufgegeben mit alles sozusagen auf Ebene. Das funktioniert nicht. Wir müssen ganz, ganz massiv hier mit, ja im wahrsten Sinne des Wortes fast mit Stahlbeton arbeiten. Ja, nee, also wie ihr seht, ich habe jetzt hier oben alles, was irgendwie wichtig ist. Alles, was irgendwie sicherheitsrelevant ist, wird eine Zielmauer. Und das hat einfach wirklich gute Gründe. Und deshalb können wir hier auch noch die Zielmauer. Da muss keine Zielmauer hin. Da sollte tatsächlich eine sein. Wobei... Ja, wir lassen sie mal. Wir lassen sie mal an der Stelle. Wir brauchen wiederum mehr Ziegelmauern, stelle ich dann gerade eben wieder mal so fest. Zack, zack, zack. Ja, 4 Stück können wir in Auftrag geben. Und ich muss die Schmiede wieder setzen, sonst haben wir bald ein Problem, was unsere... wo haben wir es? Wo hat es die Schmiede? Also auf jeden Fall die Mühle habe ich schon mal hier. Hier haben wir eine Werkbank. Da ist die Schmiede. Die Schmiede muss natürlich wieder gesetzt werden. So, die Sachen kommen ja alle weg. Dann kann ich die Schmiede hier setzen. Wobei, theoretisch kann ich die Schmiede auch da setzen, oder? Ach, weil da wieder Fackeln sind. Entferne die Holzfackel. Moment. Zwerg auswählen, steuern. Ich möchte, dass es jetzt passiert. So, dankeschön. So, Schmiede steht. Werkbank steht. Und dann kann es weitergehen. Jetzt steht er da vor dem Ding rum und halt Maul auf den Pfeil. I don't care. Ach, was willst denn du schon wieder hier? Der versucht da jetzt hochzuhüpfen und stellt fest, er kann es nicht. Er kann es einfach nicht. Er kann es einfach nicht. Und wieder Geister, die niemand eingeladen hat. Seufz. So, Moment. So, das machen wir jetzt hier so. Und schon wieder Fressalien gehen uns aus. Jetzt gibt es mal wieder Brötchen. Wir müssen noch gerade eben kleine Brötchen backen. Die fetten Jahre sind vorbei, ihr kleinen Zwerge. So. Haben wir jetzt da unten das ganze Metall abgebaut? Oder haben wir noch was übersehen? Eins haben wir noch übersehen. Das ist zumindest dahingehend gut, dass wir es uns noch holen können. So. Ich möchte jetzt mal in die Richtung graben lassen. Überall hat es jetzt Erz. Ah, da hat es noch Erz. Erz, Erz, Erz. Sehr schön. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wo kommen die ständig her? Vor allem, dass sie immer hier drin rauskommen. Haben wir die... Haben wir die immer noch eingesammelt? Die galten ja als absoluten Rohstoff. Ja, wir haben 16 Stück. Also die kommen manchmal einfach so, ne? Also, pff, komisch. Nerviges Volk. So, also ich würde mal sagen, dass das hier ist jetzt schon wieder mal eine ganz, ganz andere Hausnummer an Festung. Bau Ziegelmauer, bau Ziegelmauer, bau Ziegelmauer, bau Ziegelmauer. Flup, 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 flup. Alles doppelt und dreifach. So, und was fehlt uns jetzt schon wieder? Wir hatten wiederum das hier nicht, weil wir wiederum keinen Ton haben. Na, machen wir mal wieder 10 Stück davon. 1, 2, 3. Na, 12. Das sollte mal reichen. Und wir können gerade eben tatsächlich keine weiteren Türme bauen. Boah, guckt euch das mal an. Wir haben voll die Schafsherde. So, und jetzt macht mal hier das dahin.
Wo war die schon wieder angegriffen? Ach, weil die das immer noch als... Die zählen das immer noch als diesen Mist... Da hat's Eisenerz. Es wäre eine Überlegung wert, denen deswegen mal einen Besuch abzustatten. Ja, das ist definitiv... Das ist wirklich eine Überlegung wert, Leute. Also als allererstes machen wir das... Ein Holzfällerbuch. Das machen wir nachher gleich wieder zu, keine Sorge. Das ist jetzt sozusagen nicht der Punkt. So, was ist da jetzt falsch gelaufen? Und Moment. Na, die bauen das immer noch. Baut doch mal schneller. So. Jetzt stehen sie hier rum und machen wieder gar nichts. Ich wünsche mir, ich könnte hier noch mehr so Stahlshots machen, aber die sind halt einfach technisch noch nicht machbar. Ach so, ja, deswegen ist es jetzt... Moment, das hier kommt weg. Von der Holzmauer. Holzmauer hin. Warte, ersetzen. So, so, so. So. Es gibt so viel zu tun. Kommt schon. Ich will ja endlich die Betten setzen können, ne? Die Zwerge haben wir immer noch nicht alle Betten. So, und ersetzen, und ersetzen. Nein, nicht vorne. Hinten ersetzen, hinten ersetzen. Habt das jetzt endlich hier? Oh, und da gibt es ja auch noch Material. Oh, und da kommen die ersten Viecher. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall auch schlagen. Das Gute ist, dass sie so gut wie nichts aushalten. Moment. Piu. Einmal aufgeräumt. Na kommt schon. Wir brauchen das alles. Papa braucht ein paar neues Paar Schuhe. So, dann graben wir uns das da runter, räumen hier auf, dann kommen wir hier an die ganzen Ressourcen ran. Lecker, lecker, lecker. Noch mehr Eisenerz. Der haut sich da einfach so durch. Unser Profikrieger. Ist dem völlig egal, das sieht man gerade eben richtig. Der lässt sich von nichts aufhalten. Ha! Erledigt. Man muss nur draufklicken, dann ist es weg. So viel dazu. So, so und so. Dann können wir das ja nachher zumachen wieder. Oh Gott, und die haben schon wieder nichts zu essen. Brötchen, 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 Brötchen. Kann ich jetzt endlich welche bauen? Dankeschön. Moment, Holzmauer. Nein, nein, baue Ziegelmauer. Und hier ebenfalls baue Ziegelmauer. Ja, also, wir kriegen's. Also, ich würde mal sagen, vor dem nächsten Ansturm kriegen wir es hin. Und da kann eine normale Holztüre hin. Was soll denn das? Was soll denn das? Klick, klick. Genau, so ist das angedacht. So. Alle ersetzen. Ersetzen und ersetzen. Und genau die letzte. Dann haben wir hier endlich eine komplett geschlossene Doppelmauer. Und sagt jetzt nicht, dass das hier eine Sicherheitslücke ist, weil ich da jetzt das hier nicht so mache. Das akzeptiere ich nicht, diese Aussage. Ihr kennt ja sicherlich das Sprichwort Mut zur Lücke. Das ist mein Mut zur Lücke. An dieser einen Stelle habe ich eine Lücke. So, da hat auch noch keiner irgendwie sich bemüßigt gefühlt hinzugehen. Soll mir recht sein. So, zweimal die Dinger dahin. Ja, wobei, was soll der Blödsinn? Die können wir tatsächlich hierhin machen, denn wenn ein Angriff stattfindet, werden wir sowieso nichts in der Richtung machen.
Ja, warum eigentlich nicht? Hier so einmal und zweimal, das ist die Mahlkammer. Das Schaf läuft hier einfach durch. So, und jetzt haben wir hier endlich. Ah, nee, eins fehlt noch. Er bringt's gerade eben. So, das hier kann auch noch weg. Boah, warum? Es ist doch nicht zu fassen, wie lange die dafür brauchen. Um irgendwas hier mal einzusammeln. Ständig muss ich die kleinen Viecher heranbeschwören. Einmal mit Profis arbeiten. Sollte meinen, die Zwerge wären Profis, aber sie beweisen immer wieder das Gegenteil. Na, also. Das haben wir auch geschafft. Ich hoffe nicht, dass irgendwann mal jemand so blöd ist und sich hier reinhackt. Das wäre sehr ärgerlich. So, machen wir mal hier noch eine Tür hin. Habe ich da eine Stahl. Nee, eine Stahltür mache ich da nicht hin. Das wäre lächerlich. So, machen wir einfach nur so eine Tür hin, dass es tatsächlich nicht passiert, was ich gerade eben gesagt habe. So. Und es wird endlich alles abtransportiert. Und wo mache ich das geile Stahlschott hin? Ich weiß es doch auch nicht. Guckt mich nicht so an, ich weiß es nicht. So. Und, ja, das hier kann auch noch weg. Graben, graben. Ich stelle fest, dass wir noch mehr von den Dingern brauchen. So. Hingebaut. Und eigentlich muss es dann hier dahin. Also hier kommt dann sozusagen die Mauer runter. So. 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 Und dann können wir hier noch ein paar Bettchen aufstellen. Apropos Bettchen. Ja, da fehlt jetzt der Stoff. Zack, zack. So viel hätten wir gar nicht gebraucht. Das ist mir gerade egal. Zwei Betten. Und wir haben wieder 30 Gold. Das ist sehr gut. Wird aber schneller weg sein, als uns lieb ist. Es geht ja immer so schnell weg, das Zeug. Das ist nicht zu fassen. So, habt ihr es jetzt hier bald? So, genau. Das hier noch abfarmen. Hier ist ja sonst nichts mehr. Ja, hier ist wieder unsere Käfigtierhaltung. Ah, und das hier müssen wir auch noch abbauen. Boah, ich hoffe jetzt wirklich, dass wir es demnächst mal hinkriegen. Ist auch gerade eben, ich gebe zu, ein bisschen monoton. Aber, naja, wir haben es ja immerhin versucht, ne? Also man kann es nicht sagen, dass wir nicht immer was Neues versucht hätten, aber einfach nur mit sozusagen mit flacher Decke drüber. Die Monster hacken sich einfach durch, Block für Block. Man kann machen, was man will. Man ist da dazu verdammt staunend zuzuschauen, wie alles den Bach runtergeht. Ja. Erfahrungen, die jeder selber sammeln muss. Das ist diese genau jene Kategorie. Ah, sehr gut. Und hier werden schon die ersten Betten gebaut. Zack, einmal dahin. Und ich fürchte fast, es könnte fast sein. Es könnte fast sein, dass es. Moment. Dass wir wegen einem einzigen Bett es jetzt so nicht reicht. Wäre doof. Gestehe ich ehrlich gesagt, das wäre sehr doof. Naja, wir werden es gleich erleben. Ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie hingeht. Alternativ müssen wir einfach tatsächlich die Lampen ändern. Ja, wir müssen die Lampen ändern, dann ist es auch kein Problem. Dann kriegen wir das alles dahin. So, macht hin. So, denn ich glaube, wir kriegen hier keins. Doch, wir kriegen es hin. Okay, Moment, dann brauchen wir es gar nicht. Nein! Zwerg auswählen, Zwerg steuern, du Spezi, mach's wieder hin. Ach Gott, es ist nicht auf Lager und deswegen kann ich. Nein! So, wie viel Eisen haben wir denn jetzt? Das ist nicht das Eisen. 28.
Huiuiui, das reicht nirgends hin. Ziegelzaun. Ein Zaun verlangsamt das Vordringen von Feinden. Ja, das ist ja schön. Auf eine gewisse Art und Weise. Wir brauchen aber auch solche Sachen hier. Ich würde sagen, ja, wir machen das mal so hin. Und wir machen das mal so hin. Ja, sozusagen diese Verteidigungsmauern. Also, ich habe bis heute nicht kapiert, wie die gehen. Ich habe auch mal so im Web geschaut, im Forum und so weiter und so fort. Und die Meinungen, ob es überhaupt funktioniert, gehen massiv auseinander. Moment, wir entfernen nochmal die Eisentüren. Ich möchte das nochmal ein kleines Stück anders machen, dass die Zwerge auf jeden Fall aus der Deckung herauskämpfen. Dafür muss die Eisentür dann so stehen. So, einmal Eisentür bitte dahin. Stahlschott da. Ich möchte auch das Stahlschott mal irgendwo anbringen. Ich weiß nur nicht wo. So, jetzt haben wir hier die Tür übrig. Was heißt die Tür? Das Bettchen übrig. So, einmal, zweimal. Hey, geil, wir haben tatsächlich eine Tür über. Dann machen wir das so. Ja, dann machen wir das jetzt tatsächlich so. Besser als gar nichts. Sehr gut. Moment, dann machen wir nochmal. Nochmal so eine weitere Verteidigungslinie. Ach, da ist wieder so eine Lampe. Entfernen die Wandlampe. Und fumps. Das passt dann so. Und ich bin immer noch nicht sicher, wie ich das jetzt mit der Verteidigung machen soll. Eigentlich müsste hier nochmal ein weiterer Turm hin, aber das Problem ist, da kommen die Monster ja ran. Also dieser Turm hier ist eigentlich, ja, ich möchte nicht sagen Fail, aber er ist nicht ideal. Wobei hier wiederum welche ran könnten. Schauen wir mal. Ja, es fehlt natürlich jetzt wieder an Stahl. Eins, zwei. Das können wir uns leisten. Alles andere nicht. So, ich hoffe wirklich, dass die Monster sich dann eher hier so durcharbeiten. Ja, wobei, wir können es eigentlich mit 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Das heißt, eigentlich müsste es dahin. Eigentlich die Steinmauer. Entferne die Ziegelmauer und entferne die Ziegelmauer und entferne die Holzluke, die Leiter, die Leiter und die Leiter. Weil dann muss es tatsächlich dahin. Dann ist es eigentlich logischer, wenn wir das so rummachen. Boah, der braucht so lange, der hat kein richtiges Werkzeug. So. Bau Ziegelmauer. Bau Ziegelmauer. Können wir da nochmal einen kleinen Klodeckel setzen? Sie haben nochmal so eine Stahltür übrig. Wo haben wir die denn alle her? Dann kann ich dieses Stahl schon ja nochmal woanders hin tun. Wo haben wir denn. Warum haben wir denn jetzt vier Stück davon? Ist das Belohnung gekriegt oder was? Ist mir jetzt auch egal, solange es funktioniert. So. Zack. Und ich würde sagen, wir machen tatsächlich jetzt einfach mal hier so ein. Genau, hier machen wir das Stahlschott hin. Damit könnte ich leben. Sieht dann zwar komisch aus, aber das ist dann hier sozusagen dann die Verschalung. Der doppelte und dreifache Bunkereingang. Falls sie sich irgendwie hier so durcharbeiten, dass sie sich hier auf jeden Fall auch noch durcharbeiten müssen. Maximale Paranoia for the win. So, wir gucken mal wieder auf den Technologiebaum. Wie es um uns steht. Denn wir könnten ja theoretisch tatsächlich auch mal sowas wie Helme bauen. Oder auch nicht. Ach, weil ich es noch nie gebaut habe. Ja. Wobei, jetzt ich sehe gerade eben, wir haben das Material. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal eins. Was? Okay. So viel dazu. Eins. Und dann brauchen wir nochmal einen Bogen. So.
Aber liebe Leute, das wird leider erst beim nächsten Mal wieder fertig. Ich bedanke mich erneut bei euch fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir hier zwei Türme hinsetzen und hoffen, dass die das überleben werden. Ja, wieder mal eine komplette Veränderung hier der Map. Und ich hoffe, dass unsere Zwerge das in Zukunft einfach mal überleben werden. In dem Sinne, bis dann. Tschüss und... Moment. Ha! Ade!